Jedes Jahr findet in Frankfurt ein großer Schülerband-Wettbewerb statt. School Jam heißt er, und dort treten 700 Bands gegeneinander an. Letztes Jahr gab es sogar einen Sonderpreis für die absolut jüngste Band, und die haben uns heute mal eingeladen. Hier sind Blues Kids! Johannes, ihr seid der fünf wilde Rocker von der Schwäbischen Alb aus Burlading. Wie lange gibt es euch denn schon? Also, ich bin jetzt 13 Jahre alt, und als wir die Band gründeten, war ich 9. Infolgedessen gibt es uns jetzt schon seit 4 Jahren. Jungens, wie kamt ihr denn auf die Idee, so eine Gruppe zu gründen? Wir machen alle schon so ziemlich seit frühesten Kindheitsjahren Musik und sind auch auf demselben Gymnasium. Ja, und da haben wir uns gedacht, lass uns eine Schülerband gründen und zusammen richtig Mucke machen. Ja, das Resultat sind jetzt hier die Blues Kids. Ihr habt auch einen Riesenerfolg, geht sogar auch auf Tournee. Wie habt ihr das denn geschafft? Ja, auf unserem Konzert haben wir mal die Scorpions kennengelernt, und der Lead-Gitarrist von denen hat zu uns gesagt, Jungs, merkt euch eins, ohne Fleiß kein Preis. Und diesen Spruch haben wir uns zu Herzen genommen, und das ist seither auch unser Leitspruch. Okay, sind wir mal gespannt. Jetzt hört ihr Deutschlands jüngste Rockband. Hier sind Blues Kids mit The Fine Dream. Haben ihre CD mitgebracht, die dürft ihr gleich mal unterschreiben mit Silberstift. Die dürft ihr, genau, halt mal. Und ihr könnt die heute gewinnen, wenn ihr bei der Rätselfrage mitmacht.